Also ich denke, sein politisches Interesse begann na so schon zu der zur Wendezeit. Da hat er sich also auch von ganz allein eigentlich hat er sich dafür interessiert und hat sich auch die Wege alleine gesucht. Da war die Frau Wilms, ich weiß nicht, war die jetzt hier für eine Bundesministerin war das. Die war hier bei uns in Lüchen und hatte hier im Kinosaal war da eine Veranstaltung. Und da ist er schon das erste Mal da hingegangen. Aber da hat er sich auch vielleicht noch mehr so für Autos interessiert, weil sein großer Mercedes davor gefahren war. Ja, aber er war auch dann in den Saal mit drin. Wir nicht, aber Henrik ja. Es war bei mir ja so, dass ich von Anfang an doch engagiert war. Ich bin nicht einfach nur Mitglied geworden in der CDU, sondern habe gesagt, ich will auch was machen. Ich will mich da auch wirklich einbringen und nicht nur eine Karteileiche sein und meinen Beitrag zahlen, was gar nicht so einfach war in so einem Ortsverband wie in Lüchen. Da waren 10, 12 ältere Herren, junge Leute gab es nicht. Ich habe dann angekreuzt, dass ich auch in die Junge Union möchte. Die hatten wir hier überhaupt nicht. Hat man dann mir schriftlich mitgeteilt, die müsste man erst gründen. Das haben wir dann gemacht. Und es war für mich von Anfang an eine Sache, die ich sehr ernst genommen habe. Jetzt ist das Mikro ab. Warum gerade die CDU? Er ist natürlich, oder unsere Familie ist christlich und er ist auch christlich erzogen, aber nicht jetzt so streng und übermäßig, dass wir also jeden Sonntag in die Kirche gehen. Also wirklich überhaupt nicht. Aber vielleicht rührt es da heraus, vielleicht ist es aber auch entstanden aus der Tatsache, dass der Herr Kohl damals in der CDU war und die Wende ja mit. Er war zumindest eine vordere Person, sage ich jetzt mal, die die Wende also mit beeinflusst oder mit bewirkt haben oder mit begleitet haben, ist vielleicht besser gesagt. Und dass er sich darin irgendwo, na, ein Vorbild will ich nicht sagen, aber irgendeine eine Figur schon gesehen hat oder ja, eine Person, die ihn bewegt hat und interessiert hat, so denke ich es mir. Ich bin da weder so euphorisch gewesen, als ich das gehört habe. Und auch jetzt und auch nähere Verwandte, die wir so haben, die sagen immer, ach Mensch, wir haben eigentlich Angst um Henrik, dass er so na, irgendwo zerrissen wird nachher, oder ja. Aber was wollen Sie machen, wenn ein Mensch sich dafür begeistert und engagiert und er meint, das ist sein Ideal, dann muss man ihn auch lassen. Dann muss er wahrscheinlich selbst die Erfahrung machen, um dann irgendwann mal zu sagen, na, vielleicht war es richtig oder vielleicht auch nicht. Das ist tatsächlich so gewesen am Anfang, als ich dann auch 1998 gesagt habe, kandidiert für den Kreistag mit 20, mit 21 und dann überall auch meine Plakate hier in Lüchen und Umgebung hingen, dass sie sagte, Mensch, was das so funktioniert, du bist so jung, dich wählt doch keiner, dich kennt doch keiner. Und dann war es so, dass es sehr gut geklappt hat, dass ich ein sehr gutes Ergebnis bekommen habe, viel besser als auch ich selbst erwartet hatte und ich dann in den Kreistag kam und durch unsere Stimmen, die wir gekriegt haben, noch andere mit rein konnten und wir noch mehr geworden sind hier in diesem Bereich. Und dass sie dann doch stolz waren und die sagten, Mensch, toll, dass das geklappt hat und seitdem eigentlich sehr positiv dem Ganzen gegenüberstehen. Was er vorhat, das setzt er dann auch durch. Da kann man als Eltern, er ist ja auch volljährig, da kann man sowieso nichts machen. Er ist ja auch schon inzwischen 25 Jahre und also da kann man nichts gegen machen. Das muss jeder selbst wissen. Da war ich schon verheiratet mit 24 Jahren. Ne? Da habe ich auf meine Eltern auch nicht mehr gehört. So ist es. In Brandenburg beispielsweise, die meisten Wahlkreise, also bisher immer alle Wahlkreise eigentlich in fester Hand der SPD. Was soll ich hier als CDU-Kandidat eigentlich Wahlkampf machen? Das wird ja eh nischt. Die gewinnen sowieso immer die Sozis. Ja, dann werden wir natürlich, wenn man so an Wahlkampf herangeht, nie gewinnen können. Das habe ich mir eigentlich immer klar gemacht. Ich habe auch bei meiner Antrittsrede schon gesagt, als ich diese Kandidatur sozusagen angestrebt habe, wenn ich das mache, mache ich es richtig. Dann will ich auch wirklich kämpfen und fair kämpfen, mich auseinandersetzen auch mit den anderen. Und wirklich versuchen, so viele Stimmen wie möglich zu bekommen. Und ich will einfach auch, das ist für mich auch so ein Versuch, mal sehen, was kann man durch wirklich starken Wahlkampf, durch viele, viele Termine, die man vor Ort hat, viele Gespräche mit den Menschen, viel Pressearbeit, gute Plakate, gute Flyer, was man alles so im Wahlkampf machen kann, wie viel kann man da am Ende wirklich erreichen an Wählern? Das ist schon eine Leistung, wer es beherrscht, überhaupt so mit Menschen umzugehen, einfach auch so zu reden, also die Menschen irgendwie zum Munde zu reden, genau zu wissen, was sie wollen, also einfach auch diplomatisch sein zu können, auf Menschen eingehen zu können, immer auf jeden, in jeglicher Situation, auf alle, irgendwie ja sehr volksnah zu sein. Da kommt man sich manchmal verloren vor, weil man manchmal auch auf wenig Verständnis oder Gehör stößt. Aber es gibt eben ganz, ganz viele andere Erlebnisse. Es gibt ganz viele Gespräche und Termine, so wie auch heute wieder oder an den Infoständen auf der Straße, wo man auch auf sehr viel Zustimmung stößt und wo Menschen auch sagen, Mensch, das ist toll, das ist klasse.
dass sich jemand in dem Alter engagiert, dass er sich Gedanken macht, dass er sich hier einbringen will und was positiv verändern will. Das sind ja hohe Ziele, die man da auch hat und die man verfolgt. Und ich lasse mich da gar nicht entmutigen und nicht stören bei meinem Weg sozusagen. Klar, er wird es nicht mit dem ersten Mal geschaffen, mit 25. Das ist sowieso schwierig hier bei uns in der Uckermark, denke ich mal, um jetzt Wahlsieger zu sein. Ne? Schafft er bestimmt nicht. Deprimierend wäre für mich nicht die Tatsache, dass ich am Ende nicht direkt gewählt werde, weil das ja wirklich ein Wahnsinn wäre, wenn man so eine Stimmung völlig umkehren würde in einem Wahlkreis, ganz alleine ja fast. Das wäre ja, ist ja eigentlich fast nicht zu schaffen. Deprimierend wäre für mich, wenn man nach dem ganzen Wahlkampf und nach den ganzen Anstrengungen, die jetzt hinter mir liegen und noch vor mir liegen, dann wieder nur 20% kriegt, wie beim letzten Mal, wo ja fast kein Wahlkampf gemacht wurde. Ich hätte Angst, oder ich habe dann Angst, dass er sich zu sehr mit dieser, zu sehr als dieser Politiker identifiziert, was man, glaube ich, doch trennen sollte. Dass er eben, na, weil ich denke, dass es eben auf der Welt noch viel größere, viel ungemein wichtigere Dinge gibt als diese Politik. Also was für mich, was es zwischen Himmel und Erde gibt, aber dass man eben dann vielleicht in so einem Sog hineinströmt, in dem man nur noch das eine verfolgt und sieht und also seinen Horizont nicht mehr irgendwo erweitern kann und darin immer so mitschwimmt und sich dann, naja, sich selbst verliert darin. Na, natürlich, dass er dann noch weniger Zeit hat, ist klar. Was jetzt den Wahlkampf angeht, den ich persönlich mache, als Direktkandidat hier in diesem Wahlkreis, also sprich meine Plakate, meine Flyer, meine Anzeigen, die wir schalten, oder der Radiospot oder der Fernsehspot, das sind alles Dinge, die man selbst finanzieren muss. Natürlich nicht ganz allein, natürlich auch in Zusammenarbeit mit unserem Kreisverband, den wir hier haben, der mich auch finanziell unterstützt. Aber es ist eben eine riesen Mischfinanzierung, sage ich immer. Es sind ganz viele Töpfe, die ich da anzweige. Die Kreis-CDU, meine Eltern, meine Großeltern, ich selbst, Förderer, Unterstützer, die ich habe. Aber eben einfach auch Sponsoren, Unterstützer, Spenden von Seiten unserer Mitglieder sehr stark. Das war doch sehr erfreulich, dass da viele bereit waren zu sagen, wir geben dir ein bisschen Geld dazu. Und dass da auch eine schöne Summe zusammenkam und eben auch aus der regionalen Wirtschaft läuft es doch jetzt recht gut an, dass auch Firmen sagen, wir unterstützen das, wir beobachten das mal eine Weile, wir finden den doch ganz gut, was der da macht, ist okay und sind deshalb bereit auch zu spenden, sodass alles in allem, das ja nicht nur auf meinen Schultern lastet, aber ich muss es halt finanziell allein organisieren und absichern, das ganze Budget. Und ein großer Teil bleibt einfach auch bei mir hängen und bei meiner Familie. Und es sind insgesamt für diesen Wahlkampf, wenn ich das sagen kann, mal ohne meine Telefonkosten, ohne meine Fahrkosten, die ich gar nicht ausrechnen kann, weil ich jeden Tag für mindestens 50 Mark tanke, sind es doch mindestens 30.000 Euro, die alles in allem zu bezahlen sind. Man nimmt da eine Rolle an, die man eigentlich nicht ist. Manchmal weiß man genau, dass man vielleicht als Mensch oder als persönlicher Mensch in dem Moment vielleicht ganz anders handeln oder ganz anders denken müsste, aber trotzdem ist man ja irgendwo eine Figur in einem, ja, Schachspiel. Also man ist einfach man gehört zu dieser Partei dazu und man ist ja ein Kämpfer dafür, ein kleiner Krieger, ein kleiner Bauer. Und ja, da muss man manchmal auch Dinge annehmen oder sagen, die man für sich persönlich vielleicht nicht unbedingt so, also im ganzen Rahmen jetzt so für gut heißen würde. Also das verstehe ich jetzt unter Ehrlichkeit, dass man natürlich auch immer, ja, zeigen muss, dass man auf alle Fälle erfolgreich ist, dass es alles richtig ist, was man tut, weil das wollen die Leute hören. Schwächen, das ist auch ein Punkt, dass man niemals eigentlich Schwäche zeigen kann. Politiker haben, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe, die Politik, die auch teilweise ja andere machen, die die Fachleute machen, die die Verwaltung machen, die das Parlament macht, dann als Persönlichkeit ja auch zu transportieren und darzustellen und zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Und dazu gehören sicherlich, auch wenn man das gut machen will, bestimmte Talente und Fähigkeiten, ob man die nun schauspielerisch nennen will oder wie auch immer, was nicht sein kann, was ich persönlich auch ablehne und was mir eben bei manchen auch nicht gefällt, ist, dass es nur noch darum geht,
Wie gut bin ich im Fernsehen, wie gut bin ich im Interview, wie gut bin ich in den Medien, wie gut kann ich mich und meine Politik verkaufen, sondern es muss, denke ich, eine Synthese sein. Es muss gute Politik sein, die muss handfest auch Inhalte haben, die muss einfach auch gut für die Menschen sein und muss dann noch, wenn es geht, gut verkauft werden. Aber wenn es nur noch darum geht, schlechte Politik gut zu verkaufen und wenn man damit dann auch noch Erfolg haben kann und am Ende noch gewählt wird und gewinnt, dann finde ich es pervers, das finde ich nicht gut. Das sollten einfach auch die Menschen vielleicht ein Stück beachten, dass sie da genauer hingucken, auch hinter die Fassade. Politiker haben ja eigentlich alle wahrscheinlich, müssen sie wahrscheinlich, auch einfach eine Fassade, die sie pflegen und die sie aufbauen. Und man sollte als Bürger und als Wähler, glaube ich, versuchen und die Medien auch, wirklich dahinter zu gucken. Was ist da an Substanz? Was machen die wirklich? Und stimmt das, was sie sagen als Schauspieler, auch überein mit dem, was sie dann im Alltag jeden Tag machen? Und wenn das übereinstimmt, denke ich, und wenn man dann ein guter Schauspieler ist und es gut darstellen kann, ist es okay. Aber ob ich ein guter bin, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.